Ja, hallo, der Micha hier von Mika News. Ich habe hier den neuen Traxxas TRX6 RC Hauler Flachbett vor mir. Und zwar mit dem Drag Slash von Traxxas. Und ich würde sagen, wie sich das Fahrzeug hier im Gelände schlägt, für einen kurzen Fahrtest hatte ich mal kurz Zeit. Und ich würde sagen, nach dem Intro könnt ihr euch das Ganze mal ansehen. Sieht schon nicht schlecht aus. Den Drag Slash gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Also ich habe mir die rote Variante gewählt, aber ich würde sagen, egal welcher drauf ist, seht euch das an. Gleich nach dem Intro geht's los. Thank you.
Oh. Thank you.
Ja, ich habe gerade einen Fahrtest gemacht. Oh, ziemlich schwer, wenn ich das hier so halte. Ich habe hier hinten den Drecksleisch drauf gemacht. Sieht natürlich völlig kultig aus damit. Da ist er nicht so leer, der Flachbett. Dafür ist er ja auch gemacht, dass man große Modelle hier hinten draufsetzen kann. Muss bloß aufpassen von der Länge. Fahrzeug ist natürlich dann ziemlich instabil, weil es natürlich auch Schwerpunkt ziemlich hoch ist. Durch den langen Radstand fängt er gar nicht so an zu kippen, wie ich eigentlich dachte. Vielleicht so schräg, ja, aber ihr müsst halt nur darauf achten, dass er das Fahrzeug richtig festmacht. Ich habe hier meine O-Ringe, wie ihr seht, nicht drauf gemacht, aber verratet es niemanden. Fahrzeug ließ sich trotzdem cool machen, fahren. Vor allen Dingen auch mit der Haltebremse. Also wenn man das richtige Programm drin hat, dann tut er auch am Berg kaum rollen. Ganz minimal war es zu sehen, aber was wird das Ding wiegen? 7, 8, 9 Kilo, 7 Kilo vielleicht, so 6 Kilo wiegt glaube ich, oder 5 Kilo das, ne? Dann nach der Akku und so weiter. Aber wie gesagt, ansonsten hat Spaß gemacht. Müsste man sich hinten noch die Rampen bauen. Ich habe welche gemacht, ich habe auch schon ein Video dazu gemacht. Leider sind die mir noch weggerutscht, also ich muss mir da noch was anderes einfallen lassen. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal, euer Mika.